In den letzten Jahren sind extrem viele Deutsche nach Dubai ausgewandert, mit dem Ziel, hier durchzustarten, Karriere zu machen und hier ein gutes Leben zu haben. Allerdings ist die Quote der Leute, die scheitern und wieder zurückkehren, sehr hoch. Und ich bin einer von denen, die es geschafft haben, hier von null durchzustarten. Also ich bin vor 3,5 Jahren nach Dubai ausgewandert. Ich kannte hier niemanden. Ich war vorher noch nie hier. Trotzdem ging halt alles gut und ich möchte euch heute erzählen, wieso ich Erfolg hatte und die meisten scheitern. Das ist jetzt kein Video, wo ich euch am Ende ein Coaching verkaufen möchte oder mich halt so krass profilieren möchte, dass ich der Typ schlechthin bin. Nee, und zwar habe ich halt letzte Woche ein paar E-Mails gefunden von mir, die schon sehr weit zurückliegen, also hier von 2013. Und ich möchte euch halt zeigen, wie meine Vorbereitung war und wie so meine Gedankengänge waren vor der Auswanderung. Genau, also hier seht ihr jetzt mein E-Mail-Postfach mit den gesendeten Nachrichten. Und das ist meine Hotmail-Adresse, die ich seit MSN-Zeiten habe. Also ich war da noch in der Grundschule. Genau, also das geht hier bis 2011 zurück. Dann sehen wir hier sogar, ich habe mich damals für mein erstes Praktikum da, ich glaube, ich war in der 8. Klasse beworben, damals sogar bei Islamic Relief. Also der Bezug zur Religion war immer da, aber war halt mal stärker, mal schwächer. Genau, dann sehen wir hier halt, wo ich mich damals auch erkundigt habe, um den Führerschein zu machen. Aber hier kommen wir zur E-Mail, die ich euch zeigen möchte. Ich hoffe, das geht klar, dass ich seinen Namen zeige, aber wir haben, glaube ich, schon so viele interne private E-Mails gezeigt, deswegen sollte das passen. Also hier Erik Motrov, ich weiß nicht, wenn du das sehen sollst, liebe Grüße, von der Arbeitsagentur. Ich habe ihm 2013 geschrieben, steht halt Kadir, aber das ist mein zweiter Vorname. Früher wurde schon mal Kadir genannt in Köln, aber hier sieht man auch Emil Kadir, das ist mein Vordername. Sehr geehrter Herr Motrov, ich bin Emil Kadebice von Deutzer Gymnasium Schautstraße. Ich bin seit 2 Wochen bei Joey's Pizza als Aushilfskraft tätig. Das in meiner Zukunft habe ich mir nochmal überlegt. Und zwar will ich Tourismus studieren und anschließend nach Dubai auswandern. Können Sie mir dazu Informationen geben? Mit freundlichen Grüßen, Kadir. Schau mal, 2013, damals war ich 17, frisch 17 Jahre alt, hatte meinen ersten Job gehabt als Pizzalieferant. Damals hatte ich nicht mal einen Führerschein, ich musste auf dem Fahrrad, wir hatten so Elektrofahrräder. Bin ich durch die Kölner Innenstadt gefahren und habe Pizza geliefert für 7 Euro die Stunde, weiß ich noch damals. Aber mit Trinkgeld kam man immer so auf 10, 11 Euro die Stunde. 2013 wusste ich schon, wo ich 17 war, was ich genau haben möchte, was ich genau machen möchte in den nächsten Jahren. Und zwar stand das Ziel fest. Ich hatte mein Ziel schon damals festgesetzt, dass ich nach Dubai auswandern möchte. Und ich wusste auch schon wie. Und zwar, indem ich Tourismus studiere. Wir hatten halt damals Erdkunde-LK. Die Welt hat mich schon immer fasziniert. Also alles außerhalb von Deutschland. Und im Erdkunde-LK hatten wir dann Tourismuswirtschaft. Und da hieß es halt, die stabilste Branche der letzten 30, 40 Jahre war die Tourismusbranche, die Hotelbranche. Und war krisensicher und alles drum und dran. Da dachte ich mir, okay, ist halt super Jobs, ist krisensicher. Man kann damit super auswandern, überall auf der Welt arbeiten. Ich wollte schon immer dort leben, wo andere Leute Urlaub machen. Und genau nachdem ich das Studium absolviert habe, genau währenddessen ist dann Corona ausgebrochen und die Hotels weltweit waren fast 2 Jahre dicht. Genau, so viel dazu. Genau, ich habe ihm dann halt gesagt, damals 2013 und für mich, ich wusste schon seitdem 13, 14, sage ich schon Dubai. Aber hier kann ich das halt wirklich tatsächlich schwarz auf weiß belegen. 2013. Wie ging es dann weiter? Auch schon damals habe ich von meinem ersten Lohn meine erste Uhr gekauft, hier Diesel. Also viele Sachen habe ich gar nicht geändert. Ich bin eigentlich immer noch derselbe wie damals. Hier habe ich damals bei Joey's gearbeitet. Dann habe ich mich schon damals 2013 sofort, obwohl mein Studium noch nicht mal, also obwohl ich noch ein Jahr Schule hatte, habe ich mich schon schlau gemacht. Cologne Business School. Habe da halt Informationen angefragt bezüglich Hotel-Tourismusmanagement, habe gefragt, was für NCs die haben wollen und wie halt der Preis ist von denen, weil es war ein privater Studiengang, weil das Tourismus-Hotel-Management konnte man nirgendwo öffentlich studieren. Genau, dann kurze Geschichte dazu, also ich war von der 5. bis zur 12. Klasse auf dem Gymnasium. Ich war auch in, so Grundschule war ich ein sehr guter Schüler, ich war der Beste in der Schule. Und dann bin ich auf das Gymnasium gegangen. Gymnasium war ich auch immer so ein solider Schüler, 2,3, 2,5. Ich habe nie geschwänzt, nie. Und dann wirklich im letzten Halbjahr vom Abitur, also Q2.2, habe ich so viel geschwänzt wie in 8 Jahren, in meinen 12 Jahren Schule. Liebe Grüße geht auch an Atta. Und dann habe ich halt das Abitur nicht bestanden. Beziehungsweise ich musste in die Zweitprüfung, in die mündliche Prüfung rein. Aber dann gab es da so ein System, wo man alle kalkulieren konnte. Und da hatte ich einen Schnitt bei 3,3 oder so. Und ich meinte so, ich will das nicht, weil mein Ziel war immer ein 2,5 Abitur zu haben.
auch zur Abi-Prüfung. Also ich habe da in Sovi, wo ich immer ein Zweier- und Dreier-Schüler war, also durchgehend über die Jahre, habe ich eine 5 bekommen. Und damals habe ich dann gesagt, es kann keine 5 sein. So, ich will die Prüfung sehen. Dann haben die gesagt, nee, das wird von der zweiten Lehrerin nachkontrolliert. Und du hast erst Einsicht in 10 Jahren. Eigentlich muss ich das echt anfragen, was mit den Ergebnissen ist, weil diese Prüfung war niemals eine 5. Es war eher bestimmt so, weil ich habe genau mich perfekt vorbereitet auf diese Prüfung. Alles, was ich damals in den Abiturtrainern gelernt habe, kam in der Prüfung. Und wie gesagt, wenn du ein Zweier-, Dreier-Schüler bist, kannst du nicht auf einmal eine 5 bekommen im Abitur. Und warum der zweite Lehrer auch eine 5 gibt, das ist ja normal. Die sind ja befangen dann schon. Wenn der die Prüfung liest als 5, dann wird der nicht von einer 2 ausgehen oder von einer 3 ausgehen. Dann geht der vielleicht von einer 4 aus. Genau, aber Allah hat seine eigenen Pläne. Wir sagen halt immer im Islam, Gott ist der beste Planer. Und man macht seine Pläne für sich. Und Allah macht seine eigenen Pläne und die sind halt die besten. Und das sehe ich an meinem Leben, das könnt ihr auch verfolgen über meinen YouTube-Kanal. Aber jetzt durch diese Geschichte. Wie gesagt, ich wollte halt damals Abitur machen, dann studieren. Aber dann habe ich mich halt gegen das Vollabitur entschieden und habe gesagt, ich nehme das Fachabitur mit 2,5, weil ich eh wusste, dass ich nicht an der Uni studieren werde. Und zwar, dass ich halt da über die FH oder TH gehen werde. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem, habe mein 2,5 Fachabi bekommen. Was die aber mir nicht gesagt haben, wo ich auch nicht wusste, ja, was auch meine Schuld war, ich wusste nicht, dass man ein praktisches Jahr absolvieren muss. Also wenn man auf dem Gymnasium die Fachhochschulreife macht, dann muss man erstmal ein Jahr praktisches Jahr machen. Also entweder ein Praktikum, ein freies soziales Jahr oder Bundeswehr. Erst danach kriegt man dann die volle Hochschulreife. Also vorher hat man nur den schulischen Teil, dann kriegt man den praktischen Teil und damit kann man dann studieren gehen. Und ich wusste das nicht. Da dachte ich mir, okay, krass. Und genau zu der Zeit kam dann ein Brief rein von der Bundeswehr, wo dann halt stand, 1300 Euro Verdienst, dies, das. Ich hatte eh keinen Bock mehr nach der Schule direkt weiterzumachen. Ich war nie so der Schulfan. So geil, Bundeswehr, bisschen da so halt diese Militärfilme, bisschen schießen. Und ich hatte einfach Bock drauf. Dann bin ich einfach dahin gegangen. Das war spontan. Und wie gesagt, hier 2014 im Juni, da war das Schuljahr noch nicht mal vorbei. Da habe ich halt hier auch geschrieben, mit dem Anschreiben hatte ich in mir ein großes Interesse für den Freiwilligen Wehrdienst entwickelt. Hier habe ich meine eigene Nummer gelegt, mal schauen, ob die noch aktiv ist. Und dann bin ich spontan im Oktober 2014 einfach zum Bundeswehr gegangen. Also wie gesagt, wir haben hier im Juni, habe ich das erste Mal kontaktiert. Dann, bis ich dann einen Termin bekommen habe, war ich im Juli. Und dann war das wirklich kurz vor Start. Also es geht immer so quartalweise. 1.1., 1.4., 1.7., 1.10. und dann halt wieder Neujahr. Und ich war wirklich ganz knapp davor. Mein Wehrdienst ging von Oktober 2014 bis Mai 2016. Der Grund, warum ich das 20 Monate gemacht habe und nicht ein Jahr, was ich eigentlich benötigt habe, war, Bundeswehr hat ja erst im Oktober begonnen. Und hätte ich das ein Jahr lang gemacht, dann hätte ich ja erst nach einem Jahr mein Zeugnis bekommen und dann hätte ich wieder die Immatrikulation verpasst. Dann dachte ich mir, okay, ich kann dann eh im Oktober 2015 mich nicht einschreiben, weil das Zeugnis noch nicht da ist. Dann verlängere ich noch mal 8 Monate und habe mir noch 3 Monate Zeit gegeben, falls die Uni ein Praktikum haben wollte. Weil damals gab es ein paar Studiengänge, da wollten die, keine Ahnung, 6 Wochen, 8 Wochen Praktikum haben, Betriebspraktikum haben. Deswegen habe ich mir da noch mal so eine Lücke gelassen. Habe mich dann auf jeden Fall hier beworben in den ganzen Hotels als Werkstudent. Da sieht man halt ganzen Luxushotels, Radisson Blue, Hyatt, Hilton, Dorint, das war das ehemalige Intercontinental, Maritim, Hyatt, habe mich überall beworben. Habe parallel schon mich um den Studienplatz gekümmert, also hier Informationsabend, habe mich parallel noch weiter beworben, hier mich bei UPS damals beworben, da die Pakete zu beladen und entladen, das war der größte Hartz-IV-Job, da wurde ich auch nicht angenommen tatsächlich, ich war glücklich, ich habe mich bei TUI Animation beworben, damit ich halt so in den Monaten, weil ich brauchte doch kein Praktikum für das Studium, ich mir so die Zeit, den Sommer kann ich dann wenigstens mit Erfahrung in einem Hotel verbringen oder halt allgemein Geld verdienen. Genau, und dann war es halt soweit, Immatrikulation, Wintersemester 2016. Und dann habe ich halt angefangen zu arbeiten. Ich wurde im Hyatt angenommen sofort, habe dann halt so einen perfekten Start gehabt. Also ich hatte die Zusage, sowohl für meine Uni als auch für den Job, ich glaube 7-8 Monate vorher schon. Also während ich bei der Bundeswehr war, schon alles vorbereitet, da ich dann wusste, okay, entspannt kann ich hiernach direkt weitermachen. Ich denke auch hier, ich war mal 2018, ich weiß nicht, worum es da ging, glaube ich, ein Motorrad gehabt. Da sieht man auch schon, dass ich hier auf Aventadors schon immer stand. Das war schon immer mein Traumwagen. Da sieht man auch hier, 2018 habe ich mich bei Rixos beworben, auf der Palme für ein Praktikum. Dann habe ich bei Lidl gearbeitet. Ich habe
weil ich habe zwar parallel auch empirische Arbeiten geschrieben, aber da habe ich mich auch bei Flaschenpost beworben bzw. gearbeitet gehabt. Ich habe wirklich so Glaskästen, Wasserflaschen aus Glas in die vierte Etage hochgetragen. Also ich war mir echt für nichts zu schade und habe dieses ganze Geld immer gespart, weil ich wusste, dass mein Auswandern nach Dubai mit Geld verbunden ist. Auch mein Studium damals, ich habe an der Hochschule Fresenius studiert, ich hatte damals Glück. Wir haben damals so ein Angebot gehabt, das gab es irgendwie, glaube ich, nur über zwei Semester. Ich konnte berufsbegleitend studieren für 275 Euro im Monat und die Vollzeitstudiengänge hatten am Anfang 675 Euro gekostet und dann, glaube ich, schon 850 Euro im Monat. Genau, ich habe mein Studium komplett selber bezahlt, ich habe damals, glaube ich, 15.000 Euro bezahlt für nichts. Dann sieht man auch hier, nachdem es immer heißer wurde mit Dubai, ich habe damals mir schon Ideen gesammelt, ich war zwar noch nie in Dubai, aber ich habe gesagt, so Döner geht immer. Und die Idee, die halt jeder hat immer, hatte ich schon damals 2020. Ich habe Mangaldöner von Podolski den Döner geschrieben, ob die Franchising machen. Haben mir damals nicht geantwortet. Dann habe ich mich halt hier 2. November abgemeldet bei der Versicherung. Dann habe ich mich hier bei der Pronova abgemeldet. Und ja, dann sieht man sogar hier in Dubai, habe mich einfach damals bei Café Bur, liebe Grüße an Param, einfach bei Café Bur als Mitarbeiter beworben. Als ich hier geöffnet habe, ja, ist schon lustig, so alles zu sehen. Und dann habe ich geheiratet. Und ja, Freunde, was will ich jetzt mit diesem Video aussagen? Also, bei mir, ihr seht, das war ein langer Traum. Ich sage immer jedem so, Dubai ist für mich nicht so ein Hype wie die meisten. Der Unterschied zu mir, von den meisten jetzt, die auswandern, ist, die kennen Dubai seit 2-3 Jahren. Die kennen Dubai durch meine Videos und dann haben die so einen Hype. Aktuell ist die Stimmung in Deutschland nicht so angenehm seit Corona und dann wollen die Leute einfach nur flüchten von da. Viele kommen nicht nach Dubai, weil sie Dubai lieben. Ich habe Dubai geliebt und ich liebe Dubai immer noch. Und Dubai war mein Jugendtraum. Ja, meine ganze Jugend habe ich davon geträumt. Also seit meiner Kindheit möchte ich auswandern. Damals, egal wohin, Hauptsache gutes Wetter. Und irgendwann mit 13, 14, ich weiß es nicht genau, hat sich halt Dubai entwickelt. Und ist auch dabei geblieben. Und wie gesagt, für mich stand jeden Tag fest, als ich in Deutschland war und diesen Himmel gesehen habe, dass ich nach Dubai auswandern möchte, habe jeden Tag dran gedacht und das war für mich ein festes Ziel und das war für mich ganz klar. Also ich komme aus so einer Assi-Ecke aus Köln, so Kreis Kalk, genau gesagt in Köln-Pfingst und so wirklich eine Assi-Ecke, wo man keine Vorbilder hat, so, das sind wirklich nur die Vorbilder gewesen, so Drogendealer, große Paten gewesen. Die Leute dort hatten halt gar keine Perspektive, die wollten Drogendealer werden und für mich stand schon immer fest, ich will reich werden, also jetzt nicht unbedingt reich, aber ich wollte immer ein gutes Leben haben, ich wollte immer irgendwann auch in Lamborghini fahren. Also alles, was ich im Fernsehen gesehen habe, dachte ich mir, das möchte ich auch irgendwann. Schönes, großes Haus. Ich möchte auch meine Träume verwirklichen und nicht hier einfach abkacken. Weil wir haben ja auch die Älteren damals gesehen, bei uns in der Gegend, die 15, 20 Jahre älter als wir waren. Und keiner von denen hat wirklich was gerissen. Die waren alle auf den Straßen, die haben in Cafés gechillt. Also nichts aus ihrem Leben gemacht. Und ich konnte mich da nie damit identifizieren. Ich habe mich nicht als was Besseres gefühlt, aber ich wusste, man kann viel mehr erreichen. Und meine Visionen waren halt einfach höher. Und das waren so die Gründe, warum ich mal weg wollte. Also das Wetter hat mir nicht gefallen und auch so die Leute drumherum. Andere Gründe hatte ich nicht zum Auswandern. Also Steuern, ich hatte eh nie Steuern bezahlt. So, ich war ja nie Unternehmer in Deutschland, ich habe nie Vollzeit gearbeitet. Okay, Bundeswehr, aber sonst habe ich immer als Werkstatt gearbeitet oder als Schüleraushilfe. Dann Rassismus habe ich auch nie erlebt, weil wir kommen aus Köln, also aus unserer Ecke da, da sind nur Ausländer, also da gibt es gar keinen Rassismus. Wir hatten ja nie was mit Deutschen zu tun gehabt. Bundeswehr hatte ich auch keinen Rassismus, da waren auch viele Kennex, aber so. Das waren jetzt nicht die Gründe oder ich hatte auch nie ein Problem mit Flüchtlingen, dass ich davon abgehauen bin. So meine Gründe waren wirklich nur, ich wollte eine höhere Lebensqualität und auch mein Maßstab damals, was ich von Dubai erwartet habe, weil ich war ja noch nie hier. Ich habe einfach nur gesagt, schaut mal, das kann nur besser werden als in Köln, weil ich meinte, im schlimmsten Fall in Deutschland, ich sitze von Montag bis Freitag zu Hause, also vielleicht arbeitet man. Dann geht man Wochenende mal raus, geht mal in die Shisha-Bar, so was soll man denn großartig machen? Und ich meinte, selbst wenn ich dasselbe Leben wie in Deutschland habe, dass ich von Montag bis Freitag zu Hause rumsitze, aber am Samstag an den Strand gehen kann, das ist schon für mich mehr wert als das Leben in Deutschland. Ich bin gekommen, das stand für mich fest, dass ich bleibe. Es gab keinen Plan B. Es gab Plan C oder Plan D, dass wenn alles nicht klappt, dass ich irgendwie in die Türkei gehe. Aber das war ein One-Way für mich. Und ich habe auch damals gesagt, wenn es nicht läuft, es muss laufen. Ich gehe nicht dahin, um jetzt direkt Millionär zu werden, sondern ich gehe einfach dahin, um mich dort da, um da zu leben. Und ich meinte, wenn, also Jobs gibt es ja überall. Ich meinte, dann arbeite ich halt am Anfang in schlecht bezahlten Jobs
und kämpfe mich halt durch bis an die Spitze. Und Alhamdulillah, es hat halt geklappt. Also alles Lob gebührt Allah. So, man redet jetzt so, als ob man alles selber geschaffen hat, aber nichts geschieht, wie gesagt, ohne die Erlaubnis von Allah. Und auch so, stell mal vor, ich hätte damals Abitur geschafft. Ich bin mir 100% sicher, dass ich diese Prüfung bestanden habe. Ich hätte dann vielleicht direkt studiert, dann hätte sich alles komplett anders entwickelt, weil dann wäre ich 2 Jahre früher in Dubai und damals wäre ich dann vielleicht in die Hotellerie reinkommen, hätte vielleicht am Anfang ein gutes Gehalt gehabt, vielleicht hätte ich mit 3.000 Euro begonnen und gesagt, boah, das ist ein super Gehalt und dann würde ich jetzt noch weiter arbeiten für 6.000 Euro im Monat. Aber so war ja jetzt ein ganz anderer Film. Also nach der Schule hatte ich dann 2 Jahre Zeit, ich konnte zur Bundeswehr gehen. Dann habe ich dort mein ganzes Kapital aufgebaut, also Großteil meines Kapitals aufgebaut, weil ich dann nach Dubai genommen bin, was hat mir dann halt geholfen hat am Anfang. Dann bin ich halt zu einer Zeit gekommen, wo genau Dubai perfekt Thema war in den Medien, wo dieser Hype war durch Corona etc., wo die ganzen Influencer hier waren und es gab keinen YouTuber. Es gab irgendwie ein paar Wochen vor mir wohl diesen J-Positive, liebe Grüße, aber ihn kannte ich gar nicht. Ich habe selber damals, bevor ich ausgewandert bin, gar keine Videos angeschaut, weil ich wollte alles selber erkunden und alles erstmal selber sehen. Ich wusste nicht mal vom JBR Beach, aber dann war es ein schönes Gefühl, als ich das erste Mal selber erkundet habe, anstatt mir das halt 20 Mal wie ihr durch andere Leute angesehen habe und schon gespoilert wurde. Ich wollte halt nicht gespoilert werden. So, dann kam das halt so perfekte Timing, dass ich in Dubai bin, Ende 2020 und es gibt keinen YouTuber. Und dann habe ich halt mit YouTube gestartet und der Rest ist halt Geschichte. Ihr könnt ja alles nachverfolgen. Es gab natürlich auch harte Zeiten, aber wie gesagt, es war nie mein Ziel, unbedingt direkt ein Upgrade im Leben zu haben. Ich habe das alles langfristig gesehen. Und wie gesagt, für mich gab es halt gar keinen anderen Weg, als es zu schaffen. So, ich habe gesagt, ich wandere aus und ich werde es schaffen. Und auch wenn ich da Step by Step anfange, ich war ja bereit, für weniger Geld zu arbeiten und wollte ja nicht von 0 auf 100. Und es hat dann halt am Ende des Tages auch gut geklappt. Wie gesagt, es sind viele Faktoren, die da mitentschieden haben. Also habe ich damals, obwohl ich 4 Jahre studiert habe und 2 Jahre im Hotel gearbeitet habe, habe ich mich gegen einen Job im Hotel entschieden, weil ich da nichts mit Alkohol zu tun haben wollte. Dann, ich bin hier islamischer geworden in Dubai, also praktizierend geworden. Dann später habe ich halt geheiratet, obwohl ich kein Einkommen hatte, obwohl ich gar nichts hatte. Also ich hatte kaum mehr Geld, ich hatte 300 Euro YouTube-Einnahmen von Monat zu Monat, mit denen ich überbrückt habe. Und derzeit habe ich halt hier meine Frau kennengelernt. Meiner Familie gesagt, dass ich heiraten möchte. Die meinten erstmal nee, aber ich habe gesagt, guck mal, also die meinten, wie willst du das machen? Ich meinte, ich will für die Religion heiraten, für Allah heiraten. Dann haben wir geheiratet und der Rest Geschichte. Also in meinem ersten Monat damit Firmen gegründet, habe ich 5-stellig verdient. Euro netto Gewinn, was in meiner Tasche blieb. Und seitdem wurde es eigentlich nie weniger. Also ich habe jetzt in den letzten 1,5 Jahren nie unter 10.000 Euro netto verdient und Alhamdulillah dafür. Ja, Freunde. Was halt bei den meisten das Problem ist, von den frischen Auswanderern gerade, die kommen nicht nach Dubai, weil die Dubai lieben. Die flüchten gerade aus Deutschland, weil die halt aktuellen Hass haben seit Corona. Es gibt halt viel mehr Aufklärung, die Leute sind heller geworden. Ich wusste schon, mit 10 habe ich mir schon YouTube-Videos angeschaut, sogenannte Verschwörungstheorien, und habe da schon schnell gecheckt mit Zionismus etc., mit diesen ganzen 9-11-Videos. Und ich war da schon hell. Aber die meisten in Deutschland sind halt richtig hell geworden nach Corona. Und dann haben die halt so einen Hass bekommen. In Deutschland läuft ja auch vieles schief aktuell. Die Lage ist da halt sehr angespannt. Viele Leute sind unzufrieden. Und jetzt fällt ihnen halt alles auf, was halt falsch läuft. Und da kriegen die halt einen Abfuck. Auf der anderen Seite ist ein Dubai-Hype. Dubai ist halt von außen sehr schön. Gutes Wetter, sicher, keine Steuern, hat halt viele Vorteile. Und dann kommen die halt hier hin, weil es keine andere Option gibt, für die hinzugehen. Weil hier hast du keine Sprachbarriere. Wie gesagt, Wetter ist schön. Steuersituation ist sehr angenehm. Und ist halt Hype. Aber dann, weil die das halt hier nicht so lieben, dann können die das halt nicht so fühlen, weil du musst ja auch Sachen akzeptieren. Und die haben dann halt ihre deutsche Brille auf und dann ist das für die meisten schwer oder ist halt teuer oder kommen halt nicht klar, wollen zu schnell oben starten. Viele kommen halt mit Gespartem und dann geben die halt das ganze Geld schnell aus. Also schau mal, wir verdienen haben da sehr gutes Geld, aber ich lebe immer noch hier in dem günstigsten Haus in Dubai. Warum? Weil das für mich Step by Step ist. Dann lebe ich halt 4-5 Jahre hier und dann kaufe ich mir was Fettes. Anstatt jetzt irgendwo das Vierfache an Miete auszugeben für dasselbe Haus, nur dass ich da halt 20 Minuten näher am Zentrum bin. Weil die Leute in Dubai haben halt ein komisches Mindset, die kommen da halt entweder mit Gespartem, geben viel Geld aus oder übernehmen sich halt, lassen sich von hier und da blenden, verlieren die in Bezug zur Realität. Und ja, die Leute geben halt zu viel Geld aus, die Leute wollen zu schnell alles haben, zu schnell zu viel Erfolg und die Leute sind nicht so überzeugt von Dubai. Das fehlt halt den meisten. Die kennen Dubai seit 2 Jahren, das ist so für die bei den vielen schnell gewesen, aber bei mir
hat sich dieser Traum halt extrem lange und stabil entwickelt. Und deswegen schätze ich ein, dass ich halt erfolgreich bin, weil, wie gesagt, also Alhamdulillah, alles von Allah. Man muss ja trotzdem was dafür tun. Man kann ja nicht den ganzen Tag jetzt auf der faulen Haut liegen und sagen, okay, hier, wo ist jetzt mein Geld, wo ist mein Erfolg, sondern man muss erstmal sein eigenes Ding machen. Mit den Eigenschaften, also die Eigenschaften, meine Zielstrebigkeit und meine Intelligenz habe ich auch von Gott, sind ja auch gottergebene Sachen, manche sind halt schlau, manche sind weniger schlau. Und ja, Freunde, das ist halt so die Sache, warum die meisten hier scheitern. Also Jobmarkt ist halt sehr schwer hier, die Leute sind dann auch nicht bereit, für weniger Geld zu arbeiten und wollen direkt hoch hinaus. Dann ist halt Selbstständigkeit auch nicht so einfach hier, also lokales Business zu öffnen, wie jetzt eine Kfz-Werkstatt, Restaurant, ist sehr schwer und mit viel Kosten verbunden, ist auch sehr riskant. Also zu arbeiten gibt es halt nur Makler oder selbstständig zu machen, Makler und Firmengründung ist auch sehr schwer, weil der Markt halt sehr groß ist, es gibt natürlich immer eine Chance. Aber die Leute sind auch so, die geben 3 Monate Gas und wenn da nichts kommt, dann hören die halt direkt aufspringen auf den anderen Zug. Ist halt schwer. Und ja, das ist meine Meinung, warum ich halt Erfolg habe, weil ich halt hier sehr zielstrebig war und das schon früh visualisiert habe und für mich es keinen Plan B gab. Natürlich kommen noch weitere Faktoren hinzu. Ich war halt Single, das ist natürlich einfacher. Ich hatte dort keine GmbH, keine Firma, ich hatte da nicht viel aufgegeben. Ich musste halt nur mein gewohntes Umfeld verlassen mit Familie und Freunden. Und sonst konnte ich aber einfach hier hinkommen, war komplett frei, flexibel und konnte das machen, was ich will. Genug geredet, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace out und ciao.